Eines Abends war ich so gelangweilt, dass ich beschloss, mich selbst zu googeln. Es überraschte mich nicht, dass die Suche erfolglos verlief. Bis dato hatte ich in meinem Leben auch noch nichts Verrücktes angestellt. Alles, was ich fand, waren ein paar Auszeichnungen meiner Schule und das war's auch schon. Dann beschloss ich, nach meinen Eltern zu suchen. Ich tippte den Namen meines Vaters ein und konnte nicht glauben, was ich daraufhin fand. Unzählige Fotos von ihm als eine Drag Queen? War das hier etwa wirklich mein Vater? Ja, dieser Typ hatte den exakt selben Namen wie mein Vater, aber es konnte doch unmöglich dieselbe Person sein. Ich klickte auf den ersten Link, der mir angezeigt wurde. Jetzt wollte ich es doch genauer wissen. Es gab 4 verschiedene Drag Queens auf der Website und sie alle sahen fantastisch aus. Super glamourös, mit langen Wimpern und komplett übertriebenem Make-up und Glitzer überall. Ich wollte gerade die Seite wieder verlassen, als mir etwas auffiel. Ein Hinweis auf eine Show, die bald stattfinden sollte. Die Drag Queen mit dem Namen von meinem Vater würde auch dort sein. Ich meine, mein Vater hatte schon einen sehr gewöhnlichen Namen, aber irgendwie konnte ich es nicht glauben. Mein Vater war ein absolut seriöser Geschäftsmann. Ich wollte ihm erzählen, was ich gefunden hatte, aber er würde nur die Nase rümpfen und es war wahrscheinlich nicht mal witzig für ihn. Ich konnte nicht aufhören, über diese Drag Queen nachzudenken, die wie mein Vater hieß. Also ging ich zu Instagram und suchte dort auch nach dem Namen von ihm. Ich fand auch dort etwas. Irgendwie war das alles merkwürdig und ich erkannte schon eine Ähnlichkeit zu meinem Vater. Aber da war noch etwas anderes. Ich begann, ihm auf Instagram zu folgen. Und wenn ich schon 21 gewesen wäre, hätte ich mir die Show angesehen. Aber leider war ich erst 18 und konnte es nicht riskieren, mich dort hineinzustehlen. Bevor ich schlafen ging, löschte ich meinen Verlauf bei Google. Nur für den Fall, dass mein Vater dazu Zugang haben sollte. Wie ich schon gesagt habe, er ist super ernst und strikt. Unsere Beziehung ist wirklich nicht gerade ideal. Er ist immer nur unterwegs, auf irgendwelchen Business-Trips in anderen Städten. Und ich sehe ihn eigentlich nur sonntags zum Mittagmahl. Als ich dabei war einzuschlafen, dachte ich darüber nach, wie cool es wäre, wenn mein Vater auch nur ein wenig wie einer dieser Drag Queens sein würde. Klar, irgendwie machte mir das auch ein wenig Angst. Aber zumindest sah es so aus, als hätten sie Spaß. Am nächsten Tag war das Erste, was ich tat, Social Media zu checken. Ich hatte mich über Drag Queens informiert und wollte damit meine Freunde beeindrucken. Ich sagte ihnen nichts davon, dass ich diesem Typ auf Insta folgte, aber ich schaute den ganzen Tag seine Videos und er brachte mich zum Lachen. Seine Stimme war so hochgepitcht, aber er war wirklich ein super Komiker. Dann vergingen ein paar Wochen und ich wurde ein richtiger Fan von ihm. Ich würde alles tun, um bei der Show dabei zu sein. Sie würde am kommenden Wochenende stattfinden und ich würde nur dabei sein können, wenn ich jemanden dabei hatte, der schon 21 war. Ich dachte lange und angestrengt darüber nach und fragte dann meinen Cousin Will. Er war Student und schwul, also dachte ich, so etwas würde ihm sicher auch gefallen. Ich rief ihn an, aber leider konnte er nicht dabei sein. Aber er bot an, mir den Ausweis seiner Mitbewohnerin zu geben, die schon 22 war. Den Rest der Woche war ich so nervös wegen all dem. Aber dann war es endlich Samstagabend und ich hielt den Ausweis fest in meiner Hand. Ich trug außerdem ein Kleid, das mich ein wenig älter aussehen ließ. Meiner Mutter sagte ich, dass ich bei meinen Freunden einen Film schauen und daher spät zurückkommen würde. Mein Vater war sowieso auf einem Trip, deshalb brauchte ich ihm gar nichts erklären. Meine Hände schwitzten, als ich bei dem Club ankam und ich dachte schon, der Ausweis würde mir aus der Hand fallen. Ich stellte mich in der Schlange an und versuchte selbstbewusst zu wirken. Es war ganz schön bizarr. Vor ein paar Wochen noch wäre ich im Leben nicht in eine Dragshow gegangen. Und jetzt stand ich hier, tat alles, um hineinzukommen. Wie schnell sich das geändert hatte. Als wir weiter nach vorne rückten, trug ich Lippenstift auf. Und dann war ich dran. Dem Türsteher schaute ich fast nicht in die Augen. Und im nächsten Moment war ich drin. Warte mal, hatte er nicht einmal den Ausweis gecheckt? All die Sorgen waren umsonst gewesen. Ich kaufte ein Ticket und ging durch den roten Samtvorhang. Dann setzte ich mich. Ich wollte es nicht riskieren, einen Drink zu bestellen und setzte mich einfach nur unauffällig hin. Das war einfacher gesagt als getan, wenn man als Minderjährige zum ersten Mal bei einer Drag Queen Show ist. Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte, aber alle sahen normal aus. Irgendwie hatte ich die Vorstellung, dass das Publikum voll sein müsse mit Leuten, die Drama Queens waren. Aber in der ersten Reihe saßen sogar 2 ältere Damen. Es dauerte ein wenig, bevor die Show losging. Aber als es anfing, war ich hellauf begeistert. Als erstes kam eine Queen mit einer riesigen blauen Perücke. Er war irrsinnig witzig und erzählte einen Witz nach dem anderen.
Ich mochte ihn. So charmant. Ich ging dann auf die Toilette, da ich eine Cola von einer der Hostessen gekauft hatte. Ohne es zu bemerken, hatte ich sie leer getrunken und war kurz davor zu platzen. Als ich aus der Toilette kam, war die Drag Queen mit dem Namen meines Vaters schon auf der Bühne. Der Grund, warum ich eigentlich überhaupt hier war. Ich hatte den Anfang verpasst. Er trug eine lange, blonde Perücke und Stilettos. Ich wollte die Performance nicht stören und wartete im Hintergrund auf einen günstigen Moment, um zu meinem Platz zurückzukehren. Er sang und ich konnte nicht anders als lächeln. Ich wünschte mir irgendwie, dass wir Freunde wären. Er strahlte so ein Selbstbewusstsein aus und es war so natürlich, ihn auf der Bühne zu sehen. Ich konnte meine Augen gar nicht mehr von ihm lösen. Der erste Song neigte sich dem Ende zu und ich nutzte meine Chance, um zu meinem Platz zurückzukehren. Ich stand nun sehr nahe an ihm dran und dann fiel es mir auf. Ich war sprachlos, so als hätte man mir gerade in den Magen geschlagen. Das war eindeutig mein Vater. Ich wusste es sofort, als ich in seine Augen gesehen hatte. Sein Auftreten änderte sich schlagartig. Ich wusste nicht, wohin mit mir und was ich tun sollte. Ich wollte einfach nur hier raus, aber ich wollte kein Aufsehen erregen. Irgendwie konnte er seine Show weitermachen. Aber nach diesem Song verließ er die Bühne. Ich hörte ein Raunen im Publikum. Ich dachte darüber nach, hinter die Bühne zu gehen und mit ihm zu reden, aber ich war noch zu geschockt. Niemals, in meinem ganzen Leben nicht, hätte ich geglaubt, dass mein Vater so etwas tun würde. Ich meine, er sollte doch auf einem Business-Trip sein. Und dann realisierte ich es. Er hatte schon die ganze Zeit performt. Und ich dachte immer, dass er geschäftlich unterwegs war. Aber warum? Er führte dieses Doppelleben. Fast so, als hätte er zwei Persönlichkeiten. Er war langweiliger Spießervater und glamouröse Drag Queen. Ich saß eine Weile draußen und versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Wusste meine Mutter etwa davon? Wie viele Leute hatte er belogen? Und warum? Ich versuchte, ihn anzurufen. Nachdem ich seine Nummer gewählt hatte, wartete ich nervös. Es klingelte und klingelte. Er ging nicht ran. Ich wusste, dass er mich ignorierte. Er war bestimmt wütend, dass ich mich hineingeschlichen hatte. Mal davon abgesehen, dass ich ihn bei seiner Performance erwischt hatte. Das Ganze war ein Desaster. Aber neben meiner Scham war da auch noch ein anderes Gefühl. Denn irgendwie fühlte ich mich glücklich. Mein Vater war viel cooler, als ich immer gedacht hatte. Okay, dann war er eben eine Drag Queen. Aber hey, zumindest war er nicht so kaltherzig und langweilig, wie ich immer geglaubt hatte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr fiel mir auf, dass ich meinen Vater eigentlich gar nicht kannte. Was machte ihn aus? Und wusste meine Mutter davon? So viele Fragen, die mir durch den Kopf gingen. Ich wusste, dass ich ihn früher oder später konfrontieren musste. Ich ging nach Hause und meine Mutter lag schon in ihrem Bett. Also ging ich in mein Zimmer. Mein Handy meldete sich. Es war mein Vater. Da stand: Es tut mir leid, ich kann es erklären. An dem Abend kam er nicht nach Hause. Oder falls doch, dann war ich schon eingeschlafen. Am nächsten Morgen hörte ich ihn auf den Stufen und er starrte in meinem Bett. Es war mir so unangenehm. Ich wusste, dass es ihm genauso ging. Aber ich wollte ihn sehen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und ging in Richtung meiner Tür. In dem Moment wollte mein Vater an meine Tür klopfen und wir rannten so ineinander. Er sah mies aus. So, als hätte er kein Auge zugetan. Seine Stirn glitzerte noch ein wenig. War mir das etwa nie aufgefallen? Er fragte, ob wir reden und er alles erklären könne. Er hatte damals in der Uni mal eine Drag-Show gemacht. Aus Spaß. Und es hatte ihm so gut gefallen, dass er es öfter gemacht hatte. Er liebte es, auf der Bühne zu stehen und genoss den Nervenkitzel, der damit einherging. Nur weil er ein Mann war, hieß das nicht, dass er keine glitzernden Sachen oder Make-up tragen konnte. Er wurde richtig rot, während er all dies erzählte und entschuldigte sich und sagte, er würde verstehen, wenn ich Zeit bräuchte. Ich sah ihn an und sagte: Papa, du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin nur überrascht. Ich habe diese Drag Queen gefunden, weil ich deinen Namen gegoogelt hatte und hätte nie gedacht, dass das du bist. Er war so cool und irgendwas an ihm mochte ich einfach total. Er hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Und jetzt weiß ich warum. Du bist das gewesen. Und wir lachten. Er setzte sich daneben mich und gab mir die längste Umarmung meines Lebens. Als wir uns so in den Armen lagen, fragte ich ihn weiter: Papa,
Weiß Mama eigentlich davon? Er warf seinen Kopf zurück und lachte lautstark. Natürlich tut sie das, Liebling. Sie schaut sich viele Shows an und hilft sogar mit dem Make-up. Sie liebt es. Ich war verwirrt. Aber bist du denn nicht schwul? Nein, Liebling. Nicht alle Männer, die Drag Queens sind, sind automatisch schwul. Ich konnte es nicht fassen. Desto mehr ich über das Hobby meines Vaters herausfand, desto mehr fing ich an, ihn zu verstehen. Und mir fiel auf, dass ich bis zu diesem Moment nicht versucht hatte, ihn kennenzulernen. Wenn wir jetzt zurückschauen, lachen wir darüber. Mein Vater war froh, dass ich sein Geheimnis so gelüftet hatte. Er sagte, er hatte darauf gewartet, dass ich etwas älter bin, bevor er es mir sagen würde, falls es mich stören sollte. Darüber braucht er sich keine Sorgen zu machen. Ich bin jetzt nämlich sein größter Fan. Was hältst du von meiner Geschichte? Lass uns deine Meinung in den Kommentaren wissen. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.